Auch sehr krass, ja. Gerade bist du noch nicht Leona. Du musst das nur, also musst das nur auswählen. Quasi, du gehst auf deinen Namen, legst du. Jo, genau, habe ich jetzt. Ich habe schon das zweite Mal gedrückt, okay. Aber Riot hat mich. Naja, wir waren schon in Queue, wahrscheinlich geht das dann nicht. Ah, okay. Ja, das geht dann nicht. So, ich habe Hasenohren. Nee, warte mal, Katzenohren. Oder zwei übelst krasse Boxen. Das ist natürlich auch sweet. Okay, Brüggi, was hast du jetzt die ganze Zeit gemacht mit Leona? Ich stand da, den Gegner reingelaufen und hab getankt. Ja, also du kriegst quasi über den E-Spell ein Schild. Und während du das Schild hast, machst du auch quasi Sunfire. Geil. Und es gibt halt viele Waffen. Oh ja, das ist auch generell sehr gut, weil auf Leona kannst du jetzt direkt viel evolven. Deine Hauptspace geht direkt mit Max Health. Geil. Und es gibt zwei Waffen, die du hast, die mit Max Health skalieren. Immer wenn du jetzt so eine Auswahl hast, kannst du halt eben schauen, okay. Ich habe die Waffe mit Rüstung tatsächlich. Ich habe Rüstung bei der Spell. Nee, das ist falsch. So wenig Area Size. Ja, weiß ich gerade nicht. Das ist Max Health. Ja, hier steht 100%. Evolve Armor. Shield Slam steht Armor da. Du kleiner Dann wird das gechanged. Eslon. So. Dann wird das gechanged. Ich habe recht, du nicht. Das ist unmöglich. Das war schon immer Armor tatsächlich. Tuli, warum fällst du mir so in den Rücken? Okay, also nehme ich jetzt. Immer nett zu dir. Dann nehme ich jetzt Armor einfach. Es tut mir leid, aber das konnte ich jetzt nicht so stehen lassen. Doch, kann man. So, warte mal, aber reicht das jetzt schon für den Evolve aus, wenn ich jetzt Armor ausgewählt habe? Ja, das ist quasi so, wenn du Level 5 auf dieser Waffe hast, dann brauchst du diesen Step nur ein einziges Mal, damit du evolven kannst. Na, das ist ja sexy. Wieso war das bei uns bei Jinx nicht so? Weil du den Step nicht einmal hattest. Ja, ist ja unglücklich. Also noch nicht freigeschaltet einfach, ja. Ja, du konntest ihn auch gar nicht nehmen. Das war nicht so richtig deine Schuld. Aber ein bisschen. Na gut. Womit, der Zug, womit skaliert der? Wisst ihr das? AD. Damage. Nein. Aber frag besser jemanden, der es weiß. Oh, ich habe jetzt Movement Speed genommen, weil es schön ist. Das heißt, mit Leona werde ich das niemals gebrauchen. Also Evolve-mäßig, meine ich. Ja, aber generell, also Movement Speed-Waffen kommen relativ spät. Ich glaube, Riven, das Cinch-Gift. Diese Shuriken haben auch Movement Speed, glaube ich. Shuriken, actually, ja, die sind recht früh, ne? Hört ja, Metallschläge mit zusätzlicher Chance auf kritische Treffer auf zufällige Gegner ab. Womit skaliert das? Ja, du kannst immer Tab drücken. Und dann oben links siehst du, was mit was skaliert. Da musst du jetzt quasi einfach deine Waffe suchen. Also ihr könnt doch über euren Spell hovern und dann mal Shift drücken. Da hat Riot richtig Informationen reingeballert. Ja, ist krass. Aber wenn ich Crit nicht hab, ist auch okay. Dann spawn ich halt einfach Zug und Tibbers. Das passiert nicht alles. Oh, die Laue wurde richtig gebufft seit dem PvE, ne? Also dieser Knock-Up auf dem E ist ja so krass. Ja, ich fand die schade, weil die so hohen Cooldown hat einfach auf ihren Spells. So, wir gehen für Yumi sofort? Ja. Ja, aber die spawnt halt gerade erst, also. Boah. Ich nehme auch mal Tibbers, ne? Weil Tibbers ist ja irgendwie lustig. Ich nehme mal XP, actually. Komm, ich bin ein netter Mensch. Mehr Tibbers, mehr gut. Tibbers ist immer OP, sagt ihr? Nee. Es gibt Tibbers-Believer und Non-Tibbers-Believer. Aber er hat ja vor uns Agro gezogen. Habe ich behauptet, ich weiß nicht, ob es so war. Aber Rex hat auf jeden Fall irgendwie gehittet. Mit Health, also. Da ist ein Zug! Das ist mein Zug. Ist ja cool. Also von der große Zug ist von mir, der kleine von Brücki. Zwei kleine. Hey! Cool. So, Static Sword, das passt doch zu Leona, übel cool. Probieren wir mal. Max Health, let's go! Ja, Max Health ist super. Und alle Waffen, die mit Max Health scalen auch. Also auch wenn du Tab drückst, siehst du diese Static hast du von Anfang an, die Waffe ganz rechts, die mit Max Health scalt, hast du von Anfang an. Static hast du nicht von Anfang an. Ist auch ein freischaltable. Und damit musst du jetzt wieder über Gegner drüber fahren. Ich bin einfach nur in den Messer. Da muss man ein bisschen Billard spielen können auch. Korrekt. Das war's schon wieder? Heavy Hitter, but you lose 30 Ability Haste. Wie wertvoll ist das? Ability Haste ist einfach cooler, ne? Wie oft ich den slamme. Aber Pescetaria ist doch super geil, oder nicht? Einfach Lebens, dass wir die Leben fallen lassen, die Gegner? Das mach ich auch immer, wenn es closed wird. Aber ja. In dem Modus brauchst du es eigentlich noch nicht. Aber nimm's ruhig mit. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich nehm's noch zu spät. Später ist es sehr, sehr strong. So.
Health Region. Und es steht sogar da, mit was das schlafen möchte. Das ist ja gut. Ja, sehr angenehm. Das war deine Ult. Die ist süß, ne? Die macht man meistens eher auf mehrere Gegner. Bruder, hier sind ja... Okay, das ist ein großer. Aber ist ja auch nur einer. Ich bin Gimli. So. Aber ich muss dann jetzt mit dem kuscheln, oder was? Damit der brennt? Ja. Also das... Also bei den Waffen hast du meistens eine etwas schönere Anzeige. Da ist gerade ein Zug durch die Karte gefahren. Das ist korrekt. Hat er das eingesammelt? Das ist nämlich verschwunden. Tony, let's do. Komm her. Erfahrung. Kann ich auch skippen? Nee, ist glatt. Nee, man kann nie skippen. Es gibt, wenn du es durch hast, hast du mal... Komm mal mit, Maxim, du hast das Ding geladen. Was macht das Ding? Ja, komm mit. Was macht das Ding? Hier drauf. Also ich finde gut, dass Maxim es macht, weil wegen der Quest. Ich glaube, sehr gut. Ah, ich habe eine Kanone geladen. Ja, die ballert jetzt. Johnny, soll ich dir meine richtig krasse Ult zeigen? Bitte reported Projekt. Weißt du, wie schwer das war, so wenig zu hitten? Glaub ich nicht. Das war eine richtige Herausforderung. Scheiße. Boah, ich habe richtig Kacke gebaut. Ich auch, ja. Ja, vielleicht wird die Runde am Ende dann doch was schwerer, aber wer weiß. Ich hab hier einen Boss. Oh, nevermind. Das geht vielleicht so. Oh, hat wir einen Staubsauger? Ja. Was kommt jetzt zum Schluss? Okay. Okay, also diese Bosse machen hier schon Damage. Maxim, du musst ein bisschen aufpassen. Ach, das war ein Boss, ich bin aber durchgelaufen. Ja, der lila, also der gerade in dir ist. Ach, die Kugel! Ja. Nee, der spawnt die Kugel. Nee, ich sammle jetzt ein. Ja. Egal, ich habe eh nicht so viel zu evolven, dieses Game, also. Bei mir, ich habe viel, aber jetzt verstehe ich, glaube ich, Johnny. Bin noch nicht sicher. Ein bisschen gedauert, ich drück mal hier. Oh, was ist das? Also eben in der Runde durfte ich auch nicht. Aber dadurch, dass XP global ist. Kiste! Ist ja halt doch echt ganz geil, wenn. Was gibt. Actually, ist aber. Boah, die machen so viel Schaden. Ist Kasten an. Das ist sehr unangenehm. Also, Leona sagt ja übel dick. Er ist actually wahrscheinlich die stärkste Early. Der Early. Also, ich glaube, es ist Leona. Dann. Yasuo Xayah, also. Ich hätte jetzt Jinx als Vergleich. Und da ist schon die. Hat ein S-Tier-Roll auf Jinx, so. Ja. Aber die meisten Champs meddern eh erst ab dem Evolve. Das macht echt einen riesen Unterschied einfach. Und hier ist so ein ganz kleiner, süßer Xin-Zhao. Was war das denn für ein Sound, ey? Kümmere mich mal ums Beladen. Das sind so eine, ich hab hier so eine Mine. Oh. Ja. Schon gut, ich hab so eine Mine aus so einer Kiste gekriegt. Die explodiert einfach sofort. Nee, die explodiert, wenn du drüber läufst. Ja, meine ich. Ja. Das passt immer genau. Cool. Achso. Ja, gut. Dann sofort. Hab ich gesehen, Toni. Ich krieg jetzt drei Sachen, wie ihr wollt. Nee, vier, das ist ja gut, oder? Das ist sehr, sehr gut, ja. Ich mach mal hier so ein R rein. Oh, das war ein wunderschöner R. Die Gegner sind zwar gerade schon gestunt, aber. Ach, das, die Ult betäubt auch. Betäubt die auch sicher, Bosse? Ja. Bosse und CC sind so ein. Den schnapp ich mir, den kleinen Lutscher. Ich hab zwei Bosse. Damage, ja. So in den Gegner reinlaufen ist auch ungesund, ne? Also hat der immer Tick-Damage dann? Was? Das haben wir kein Power of Evil hier. Der misst ja alles. So, warte mal. Aber. Haben die gestern nicht zweimal Kog'Maw gespielt? Hallo. Ja, gestern war unschön, oder? Brücke, wie geht's dir? Ja, einen Ort gewonnen, das ist nicht so. Ne? Stimmt, du bist ein Gefühlszwitter. So ist es. Double Agent. Für dich war das ja gestern Win-Win. Und Lose-Lose, keiner. Ne, eigentlich nur Win-Win.
Ja, eigentlich nur Win-Win. So eine Runde, die ich nicht gucken muss eigentlich, weil irgendeines meiner Teams kommt weiter. Schon geil. Schon Luxus. So, ich habe jetzt 40% extra XP für euch Hasen geskillt. Warte mal, sind's alle? Wie geht das? Logo. Wow, du bist so hübsch. Ja, oh, ich sterbe actually. Dann ist die XP wieder weg. Hilfe! Johnny, ich bin da, ich hab dich. Guck, ich muss hier nur dastehen. Ich drück jetzt eh. Ja, wir müssen jetzt so ein bisschen zum Kartenrand rennen, weil ich ein bisschen mehr Heilung brauche. Wie sieht's mit einem Evolve aus bei euch? Noch nicht. Also ich hab nur 3-3. Okay, dann warten wir noch. Ich brauch noch ein Level, einmal meine Hauptfähigkeit und dann kann ich evolven. Hier ist auch noch eine Karte. Nicht drüber laufen. Nee, ehrlich, man sieht ja auch auf dem Minimap. Wir haben drei Karten. Und drei Karten ist gut. Das sind ganz schön viele Fledermäuse. Jo. Die alle in meinem Dings verbrennen. So. Das ist nicht geil. Jetzt würde ich eine Karte. Ich würde evolven wollen. Ja, ich dann nicht. Das wird okay. Ja. Bin enttäuscht. Okay, kann jemand zu Yumi-Quest gehen, der sich gerade stark fühlt? Zum Beispiel jemand, der gerade evolved hat? Nein. Ja, ich geh. Ich geh schon. Ich habe jetzt zwei Sachen auf 4 und eine kann ich nicht evolven. Und jetzt können wir ich sammle jetzt mal eine Karte ein. Ich will das mal sehen. Ja, mach das. Guck mal, hier steht Health Regeneration. Die Vortex Gloves. Es geht los, haltet euch fest. Die Wolf. Ja, da steht dann auch, was der Extra-Effekt ist. Lohnt sich auch, das durchzulesen. Aber wir müssen alle hier sein, oder? Für die Yumi-Quest. Nee, es dauert einfach nur super lang. Oh, tschüss. Ich bin gleich da. Achso, one player must reach the destination. Ja, ich bin da. Ist bei mir. Jetzt ist, glaube ich, bei Maxim. So, irgendwas bei mir, ja. Hier ist ein Poro, das mit einem Oktopus geschlagen hat. Warte, wir müssen jetzt einfach nur drüber laufen? Ja. Ja. Ist ja ultra fast. Oh shit, wir müssen lesen. Grow in size, na, das kenne ich doch. Oh, ich kann zu so einem Super-Tank werden. Das ist gut. Hast du es einfach Fähigkeitstempo, ja? Ja. Ach. Nehme ich, Leute. Scheiß auf Movement Speed. Oh, Sammelwut ist auch nicht bad, ne? Wenn du weiter deutsche Begriffe benutzt, kann dir niemand helfen. Das ist wahrscheinlich, wo du Pickup-Rate verlierst und dann alle jede Minute das alles eingesammelt wird. Ja, das ist auf so großen Maps. Boah, das ist doch Turbo-Broken. Cool, ja, hab ich nicht genommen. Ja, im Solo ist es echt hart, weil man dann eine Minute lang halt immer sehr arm ist. Sehr arm sein ist auch echt kacke. So sollte man diese größeren Bosse fokussieren, oder nicht? Ja. Ich werde gehuntet hier. Ja, Johnny, ich komm zu dir. Warte, ich nehm den mal. Ich hätte auch einen Evolve, wenn jemand noch eine Karte sieht. Oh, der ignoriert mich einfach, ne? Na gut. Wait. Wollen wir das kein Evolve? Alter, ich wurde nach Spanien genockt. Ah. Es ist nicht immer ein Evolve, oder? Nee, es ist, wenn man halt den Stat nicht hat, ne? Ich hatte den Stat nicht. Es ist immer ein Evolve, wenn es geht. Okay. Nicht die Karte nehmen. Gute ist, wenn Tibbers auf 5 ist, kann er nicht mehr kommen, Leute. Und du sagst dann, man kriegt dann später Rerolls oder was? Ja. Okay. Aber ziemlich spät, actually, erst. Ah! Oh, stark, ich hab's gesehen. Ich war so stolz auf dich, Maxim. Das war das Gold, hat mich gelockt. Ah. Die Leona Sidestep sitzen bei mir schon immer. Ich bin so weak ohne Evolve auf meiner Main-Fähigkeit. Ich bin auch so weak, aber ich hab die Elaoi Stat für die Main-Weapon einfach noch nicht. Ist ein bisschen sad. Ich glaube, ich müsste den Evolve gleich nochmal nehmen. Ja. Bei uns geht es auch allen gerade sehr schlecht, oder? Also ich würde sagen, ich halte das aus, aber es bringt euch nichts. Ja, dann nichts. Komm doch mal rüber, bitte, Brookie. Och, Mann. Alter, Toonie, was bist du für denn für ein Karussell? Ja.
So, wir machen erstmal die Ult, damit ihr euch wohler fühlt. Ich weiß nicht, wie sehr mir das hilft hier. Ich finde das schön, wenn unsere Seraphine Singleplayer spielt. Ja, okay, ich komme ja schon. Hier ist der Boss übrigens. Wie hat das dir wehgetan, Burgi? Entwickelt. So. Uhu Blaster entwickelt. Uhu. Der Johnny ist so low. Ja, ich bin aber immer low. Ich bin aber angeboren. Hat Briar Lifesteal? Ja, ja, sehr viel. Cool. So, ich habe sehr viel. Jetzt kann ich. Also noch ein Evolve würde mich jetzt glücklich machen. Ich habe, glaube ich, einen besseren Shield Slam gleich. Ja, ich glaube, wir haben nicht so viele Karten mehr übrig gelassen. Aber es kommen auch noch Bosse, also. Normale Level-Ups gehen doch auch, oder? Nein. Nee. Also. Oh. Genau das. Nee. Deswegen lässt man sie halt liegen. Hm, now I understand. Ja, dann tut mir die erste Runde nochmal leid. Nee, es war ganz schön. Alles schlimm. Gut. Jetzt bin ich noch mehr drauf bedacht, das einzusammeln bei der Level 3 Fähigkeit. Ja, ich meine, es gibt schon, also ne, im Endeffekt brauchst du ja nur 5 Karten, die übrig bleiben. Also man kann die ersten, kann man safe immer einsammeln. Und es ist halt auch einfach so, dass es oft Situationen gibt, wo du halt nicht die Wahl hast, sondern du brauchst jetzt einfach mehr Combat Power. Mhm. Dann nimmst du es halt wegen dem Level Up, aber... Man kann Kisten auch nicht auf der Karte von Weitem sehen oder so, oder? Nee, du musst schon... Aber du kannst einfach immer zum Kartenrand rennen. Also wenn du mal mitkommen willst, machen wir mal einen Ausflug. Weil ich könnte das die ganze Zeit machen, glaube ich. Ja, ich bin unsterblich. Und dann rennen wir einfach mal. Zum Beispiel hier unten rechts dieser Kreis, der ist ganz nett. Da ist immer eine Kiste drin. Weiß man, wann so diese Zwischenbosse kommen? Also jetzt kommen gerade übel viele. Jetzt sind 4 Bosse gespawnt. Okay. Das ist Mike doch angeschlossen, oder? Guck dir das an. Oh, das ist ein guter... Ah, mein Maus war woanders. Ich hab's abgebrochen. Mann. Ich verstehe Briar noch nicht so ganz. Ich muss sagen, die Maus finden ist für mich hier das Schwierigste. Was kann man Briar abbrechen? Den Evolve. Und was wurde ich gewonshottet? Evolve. What the fuck? Ich habe Bitradenzerstörung ausgewählt, das ist geil. Okay, aber ich brauche jetzt noch 140 Level, ehe ich die Karte hier. Ich brauche noch ein Level, brauche ich noch, Leute. Und dann will ich die Karte aufholen. Aufmühlen, aufnehmen. Perfekt. Und ja. Karte jetzt okay? Weil, oder braucht ihr noch mehr? Ja. Nee, bei mir ist Level 2 das bei nächste. Mir ist egal. Weil ich bräuchte noch was, aber. Hier ist noch eine. Hier ist noch, also hier ist noch eine. Ja, okay. Warte, ich habe jetzt eine Fähigkeit noch auf Level 2 und es kann sein, dass ich Stats kriege oder die Fähigkeit? Ja. Oh mein Gott, das ist ja übel dumm, weil ich habe nur eins zur... Also, warum habe ich denn dann trotzdem nicht 3 zur Auswahl, wenn ich noch so viel offen habe? Ich habe keine Ahnung, warum du nur 1 zur Auswahl hast, um ehrlich zu sein. Das war ja übel komisch, oder? Und vielleicht war das wegen der Karte von Brügge, das kann auch sein. Ja, bei Bosskarten kriegst du immer nur 1, das ist keine Auswahl. Okay, dann war das das. So, hallo Yumi, was geht denn ab? WMF. Yes. Bruder, mein Schild. Ja, das ist wieder so ein MF-Ding. Alles Silber, ich werde jetzt erreichen. Alle müssen. Ja. Und dann los. Alle bitte einmal hier nach oben. Ich habe meinen letzten Wolf jetzt, ja, da will ich vergehen. Nee, mach mal bitte noch nicht. Ich habe 2 Waffen auf 4 und es kommt keine Bosse mehr, glaube ich. Warte, hier müssen wir alle rein, oder was? Jupp. Shrink in size. Findest du nicht witzig, ne? Also ich habe einmal groß und jetzt nochmal klein und ich mache prozentual Minus dadurch. Stark. Ich mache die Health-Scheiße. Also die Auswahl, dass ich mehr Damage an Gegnern mache, die weit weg sind, das sollte einfach verboten werden. So. Okay, also das kann ich als Leona noch nicht... Also ich lade die Kanone da oben? Jo. Ich bin zu gebrochen jetzt. Also, im Sinne von stark. Oh, Level 4. Geil. Nice. Kann wer die Karte einsammeln? Aber na klar, mein Meister. Danke.
Wait! Das ist keine Wolf. Ja, dann hast du den Step nicht. Ah, fuck. Ah, das ist übelst unlucky. Das ist übel dumm. Irgendwie hätte ich gerne auch einen Boss, aber ich glaube, es kommt keiner mehr. Also hier oben ist ein Boss. Wenn Tuni und ich nebeneinander stehen, verstehe ich gar nichts mehr. Ja, dann kippt man noch den Boss. Gib euch mal Mühe. Ja, ich gebe mir mein Bestes, aber... Wer ist denn der Boss? Noch. Ach, das ist der mit dem Schild da. Mhm. Ich komme! Wir meinen die Wolf! Hey, Junge, was geht hier ab? Ja, hier ist irgendwie unangenehm. Ich sterbe. Oh mein Gott. What the fuck? Aber es ist ja, also, es ist ja schon relativ schwer jetzt, oder? Dafür, dass die Seraphine da unten ist, finde ich das relativ schwer. Ja, also wirklich, ne? Wir sterben hier alle. Ja, aber ich hab ja vier Sachen evolved und das ist trotzdem nicht. Ja, aber du bist ja auch nicht bei uns. Jetzt die Brücke, bei mir ist Spaß, aber jetzt gefährlich. Oh mein Gott, fuck. Okay, ich komme einfach zu euch. Ich bin tot, glaube ich. Tot, alle. Alle? Ja, Maxim lebt gerade noch, aber... Ich gehe zu Toni, damit wir den super Todeskreisel machen. Boah, das ist zum ersten Mal, dass ich Heal nehme, statt Gold. Ja, während man tot ist, kann man ganz entspannt Gold nehmen. Ach, du hast trotzdem eine Auswahl. Ach, vollständig, ja, wenn du vollständig ausgerüstet. Oh mein Gott, okay. Ah. Ich hab euch doch. So, müssen wir jetzt hochgehen zu Johnny als gemeinsame Einheit? Nee, ich hoffe, dass ich jetzt einfach zu... Nee, Johnny respawnt jetzt einfach mit uns. Boah, das ist aber das erste gute Design. Mach mal da so ein R rein. Bringt das was? Was will ich machen? Oh, jetzt weiß ich aber gar nicht, was böse ist. Same. Ich weiß nicht mal, was das für ein Champion sein soll. Briar. Oh. Was? Ich mach mal den Ult einfach. Passiert hier? Also jetzt vorbei, ich sehe gar nichts mehr. Ich stehe jetzt hier. Also ihr müsst die Dinger dodgen, ja. Welche? Was soll ich dodgen? Ich bin gerade an den schwarzen Rand geflogen. Und Johnny, wurde dann gefiert. Wenn man in ihr steht, dann wird man nicht weggenockt. Das ist ja egal. Look at me. Jetzt stehen jetzt einfach alle in hier drin, oder? Das ist crazy. Ach, das okay, muss man dodgen. Okay, I got it. Okay. Nein. Briar, lauf doch nicht in die Zone. Hey, wir können jetzt einfach hier stehen bleiben, oder? Ja. Wir haben sie outplayed. Das heißt, man muss einfach in dem ganzen Chaos nur den Ort finden, wo man stehen muss. Leck mich fett am Sack. Ich denke, das war ja doch nicht. Oh, ich bin tot. Ich auch. Kann ich mich jetzt noch halten? Full heal. Ey, bin ich dead? Ja. Nein, okay. Guck mal, also sie geht auf mich, das ist ja schon mal gut, oder? Jetzt Zone? Ah, oh, nee, du bist hier. Oh, ich werd hier oben gespawnt. Achso, Leute, ich dachte gerade, du wärst direkt wieder gestorben. Also das krasseste Minigame ist, wo ist meine scheiß Maus? Ich bin wieder gestorben. Jo, ich find das auch immer richtig schlimm. Junge, ich bin gespawnt und sie kickt mich außerhalb der Zone, weil sie gerade am Casten war. Ach nee, man muss so im Kreis laufen, jetzt sehe ich das. Tentakel sind auch da. Dankeschön. So, gibt's hier irgendwo außen eine Heilung vielleicht oder so? Nee. Das wär's ja. Aber du hast ja geskillt, dass wenn du Sachen killst, sie manchmal Heilung droppen, also. Ja, das ist worauf ich gamble, aber das... Ehrlicherweise. Sind die Schüsse von ihr, die roten? Ja. Ach lol, das erklärt so viel. Nein! Ich stand doch in ihr. Oh, Briar ist aber unsympathisch. Wo ist denn dieser verfickte Heal? Wo ist denn die Lücke? Riot! Ihr macht das super. Wie weit haben wir den noch? Ach, ich spamme mal die E-Taste, ja. Okay, sie ist ja fast tot. Ach, nicht schon wieder. Ich bin in Spanien. Tja, da waren verkündigt jetzt. Ja. Let's go! Easy. Gott, 138 HP, das muss doch reichen. Ich weiß wirklich nicht, wie das geschafft hat. Danke fürs Carry, das war sehr gut. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Du standst einfach die ganze Zeit in dir, no? Nee, nicht die ganze Zeit, leider. Na gut. Aber ich find's krass, dass man in ihr stehen kann und das dann dodgen kann. Weil ja, gestern habe ich mich dagegen ein bisschen hilflos gefühlt, aber das erklärt's natürlich. Ja, ein Seraphine-Jump und so, das ist schon krass. Also ich fand's gut. Also wir haben auch neue Mechanics gelernt. Split-Push-Seraphine. Mhm. Und
Group Briar. Also ich muss